Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Bioshock Infinite. Heute die versprochene Action, die ich im letzten Mal schon angekündigt hatte. Ich hoffe mal, dass es heute auch wirklich was zu sehen gibt. Die Wachs nehmen hier alles auseinander. Ja, und ich nehme jetzt auch gleich jemanden auseinander, und zwar die Vox. Ah, jetzt müssen wir gleich erstmal aufpassen hier. Okay, wie kommen wir jetzt hier rüber? Alles klar. Oh. Da werden wir beinahe noch abgekratzt beim Rüberspringen. So, gehen wir mal hier auf das Dach hoch und uns den kleinen Moskitochen. Hat er eine Sniper für uns? Oh, das wäre mal richtig cool. Aber ich glaube, wir schießen erstmal unsere Gatling-Gun leer. Oh, okay. Das meinte sie mit Flakgeschütz, alles klar. So, her mit dem... mit dem Präzisionsgewehr. Können wir jetzt eigentlich dort hochspringen? Das wäre mal richtig cool. Warten wir noch. Ah, so. Mist. Können wir nicht, okay. Gut, dann gehen wir mal hier gucken. Was haben wir denn hier Feines? Oh, wir können dort doch hochspringen. Beziehungsweise, die kommen jetzt alle runter. Da brauchen wir gar nicht hochgehen. So, komm mal schön her hier. Ja. Was ist mit dir los? Oh. Hinterher! Hey, Moment. Das war vorbei. Wo ist er denn hin? Hinterher! Komm her! Ah, knappe Sache. Okay, wir müssen uns irgendwas überlegen. Oh. Was ist denn mit dem Schiff dort? Warum ist das jetzt gerade abgestürzt? Okay. Also jetzt habe ich gerade wirklich nicht durchgesehen. Oh. Wir haben so einen Kollegen hier. Alles klar. Oh oh. Ach, ich wollte doch eigentlich eine Falle machen. Probieren wir es einfach nochmal. So. Ja. Na. Moment. Ich muss mal kurz meine Schüsse hier an denen loswerden. Upsala. Ich frag mich, ob der hier auch uns folgen kann. Kann er? Kann er, kann er, kann er? Oh, oh. Er kann's. Oh. Oh oh. Oder er kann es nicht. Er kann uns aber auf jeden Fall unter Strom setzen, wenn wir dort oben dran sind. Oh hier. Los. Danke. Ja, Leute, habe ich euch zu viel versprochen? Heute gibt es schon echt Action pur. Holen wir uns doch gleich mal weitere Munition für das Schießeisen. Ich als kleiner Shotgun-Fan hier. Wen haben wir denn hier? Ein Köder. Jo, der wäre mal cool jetzt. Wo ist denn der kleine Dicke hin? Danke. So, und reingerannt. Hallo. Ich muss mich jetzt gerade mal ein bisschen anstrengen. Das heißt, ich kann leider nicht so viel reden jetzt gerade. Aber ich glaube, ihr könnt die Action auch dann so genießen. Oh, oh. Hallo, Dickerchen. Wir haben keine Power mehr für eine Falle. Das ist nicht so toll. So, dann kommt mal her. Au, au, au. Ah, wir schaffen das noch, oder? Ja. Der hält aber auch eine Menge aus. Ich dachte schon, wir würden beinahe vorbeispringen. Das sah jetzt gerade etwas komisch aus. Snipen wir doch mal kurz die Leute da unten weg.
Aua, wow, wow, wow. Das hat auf jeden Fall gesessen von ihm. Kommt der auch noch hier hoch? Und ihr seid mich auch noch am Nerven. Oh, weg hier. Action pur, meine Damen und Herren. Oh, Mann, Mann, Mann. Sehen Sie uns noch? Ja. Oh, oh. Endlich. Wir haben es geschafft. Wir sind den Dicken losgewonnen. Jetzt müssen wir nur noch hier den kleinen Japaner loswerden. Wie auch immer. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt auf Japaner komme. Vielleicht durch die kleinen Hörner hier oder so. Ich weiß nicht. Sieht ein bisschen japanisch aus, das Kostüm. Deswegen wahrscheinlich kleiner Japaner. Upsala, das habe ich doch glatt mal übersprungen, wie immer. So. Ich glaube, wir holen uns doch lieber mal den Raketenwerfer, den ich dort oben gesehen habe. So. Wie Tarzan schwingen wir uns hier durch die Gleisen? Kann man das Gleisen nennen? Oh. Na? Oh. Jetzt bist du wohl nicht mehr so mutig. Da kriecht er doch gleich auf den Boden. Upp. Falsche Taste. Wo haben wir denn V? Oh ja. Musste ich erstmal nach der V-Taste suchen. Hat die sich einfach vor mir versteckt hier. Gut. Alles klar. Oh, da kommen wir am besten erstmal ein bisschen runter. Aber nicht so, sondern in der sicheren oder auf die sichere Methode oder Weise. Mein Deutsch ist immer gut. Was für Problem du haben? Jetzt. In Ordnung. Och, Mann, Mann, Mann. Meine Framerate ist gerade wirklich richtig niedrig. Ich entschuldige mich dafür nochmal. Ich hoffe... Ach, Mann, Mann, Mann. Wir hatten einen richtigen Framerate-Drop. Wenn einer irgendwie die Lösung dafür kennt, ich weiß nicht warum, aber ich habe seit öfteren kleinere Framerate-Drops. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Ja. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Action heute. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Ja? Was? Ich glaube, da drüben ist ein Lockpick. Oh, vielen Dank. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn sie uns mal wieder hilft, einen Lockpick zu finden. Und ja, reingehauen.